Hallihallo, ich habe heute mal eine ganz interessante Tour vor, und zwar mit diesem E-Bike. Nein, keine Angst, ich werde damit nicht fahren. Mein Daddy wird damit fahren, ich werde ganz normal mit meinem Pulli fahren. Wir werden zu dem Hahnenkamm fahren, das ist hier ein ganz schöner Ausflugsort im Spessart. Und dort gibt es auch richtig schöne Trails zum Fahren. Allerdings war ich da noch nicht so oft, kenne ich mich noch nicht so gut aus. Aber ich werde euch von den Trails auf jeden Fall irgendwann mal berichten und Videos drehen. Heute geht es ganz ruhig dahin, ganz normale Wege, weil so wilde Sachen kann ich mit meinem Daddy nicht machen. Ja, ich bin echt gespannt, wie das heute ausgeht. Ich werde wahrscheinlich hinterher hecheln, aber bergab werde ich auf jeden Fall wieder aufholen. Ich bin gespannt. Stand meiner heutigen Fahrradtour mit meinem Papa, der das E-Bike dabei hat und ich mein normales Mountainbike. Und ich muss sagen, ist eigentlich eine ganz schöne Tour, nur dass wir nicht auf dem Hahnenkamm gelandet sind wie geplant, weil wir dann zurückkehren mussten, weil der Weg so für so ein City-Mountainbike doch nicht so gemacht ist. Und ja, jetzt sind wir halt den ganzen Berg dann wieder zurückgefahren und jetzt sind wir hier in Michelbach auf den Weinbergen. Ist auch ganz schön. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich ganz gut mitgehalten. Also auf dem Flachen sowieso. Ich glaube, da hat er auch den Motor nicht so viel angehabt. Und berghoch, ja, ging auch. Er hat dann immer einen kleinen Moment gewartet, hat halt ein kleines Päuschen gemacht. Ein Blödsinn. Und dann sind wir meistens dann zusammen weitergefahren, aber ich bin schon mal vorgefahren, habe halt da keine Pause gemacht. Also es geht schon, auf jeden Fall. Nur wäre es schön, wenn er halt auch ein Mountainbike hätte und nicht so ein Citybike. Aber gut, wir machen jetzt noch ein kleines bisschen Häuschen und dann geht's nach Hause. Tschüss! Seid ihr schon mal mit jemandem mitgefahren, der ein E-Bike hat? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Würde mich mal interessieren. Macht's gut. Ciao.